Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir, wir haben den Tier 10 Kreuzer Minotaur am Start. Und er ist nicht alleine, nein, er ist auch noch mit einer neuen Taiho im Zug. Also da ist einiges möglich. Und ja, ich kenne natürlich ja schon die Stats, daher weiß ich, jo, das sollte hier doch ganz nice werden. So, Gott sei Dank kann man am Anfang jetzt hier wieder ein bisschen rum, weil dann sieht man das Hin und Her Geschaue der Spieler nicht. Das ist doch deutlich angenehmer. Jetzt werden wir schon ein bisschen langsamer, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich was aufgeht. Und so ist es auch. Wir sehen, er liegt hier schon fast vor Anker. Aber er bleibt hier noch zu. Bei 10 Kilometer geht er ja auf, also von dem her kein Problem, hier noch ein bisschen vorsichtig zu machen und erstmal nur ein bisschen zu spotten und zu gucken, was hier so geht. Jetzt smoked er und jetzt wird er wohl das Ballern anfangen. Und genau das habe ich mir nämlich gedacht, dass er der einzige Spotter eben hier ist. Deswegen sieht er jetzt auch nichts mehr. Also, so schön das natürlich ist, aber so ärgerlich ist natürlich hier, dass er jetzt nichts mehr sieht. Und ja, damit ist der ganze Smoke für den Arsch. Er sieht zwar schön noch, dass es 1,35 dauert, bis er hier einen sieht. Jetzt macht er die hydroakustische Suche auch an. Und jetzt da hinten gehen Gott sei Dank wieder die ersten Gegner auf, denn die werden jetzt hier gespottet. Da kann er gleich dann nochmal weiter Gas geben, denn 1 Minute 20 ist der Rauch noch aktiv. Aber ihr seht, das ist alles nicht ganz so leicht hier gerade. Da kriegt er, hat er zwar einen Treffer, aber halt nur 1056 Damage und der Rauch nur noch eine Minute. So, jetzt vielleicht auf die Izumo mal ein bisschen Gas. Und jetzt kann er richtig rauspratzen. Jetzt sehen wir das da. Ich wollte gerade sagen, da ist auch noch eine Chapayev. Da sieht man jetzt, wo die Stärke von diesem Schiff ist. Diese unglaublich schnelle Nachladezeit. 3 Sekunden. Und hier fliegen jetzt auch schon die Zitadellen. Und da hat die Chapayev gar keine Chance. In Summe 4 Zitadellen und 45.000 Damage. Und jetzt muss er aufpassen. 10 Sekunden ist der Rauch noch aktiv. Dann muss er nämlich weg, weil sonst wird es richtig unangenehm. So, jetzt ist der Rauch weg, das heißt, jetzt sollte er mal hier langsam Fersengeld geben, aber wir sehen, es ist auch noch kein Schiff in seiner Nähe. Dementsprechend ist es jetzt auch noch nicht so ganz wirklich dramatisch, dass er hier noch so steht. Hat auch in 25 Sekunden schon wieder den nächsten Rauch. Jetzt ist wieder wenig möglich, aber vielleicht geht er gleich nochmal wieder mit Rauch an die Sache ran. So, jetzt muss er nämlich aufpassen, weil jetzt hat ihn hier der Flugzeugträger wohl, glaube ich, ein bisschen auf dem Kicker. Und da muss seine Flak jetzt einfach mal das machen, weil ein defensives Flakfeuer hat er ja nicht. Aber hier unterstützt ihn seinen Mate nämlich gut, hat man gut gesehen, wie die Jäger da auch noch am Start sind. Er wurde zwar von den Bomben getroffen, brennt auch einmal.
Und jetzt hier noch Torpedos, aber die, glaube ich, wollte gerade sagen, wenn sie ausgelöst worden sind, dann wären die viel zu spät gewesen. Jetzt ist hier wieder deutlich Ruhe eingekehrt. Flugzeuge sind erstmal durch. Sein Flugzeugträger geht hier nämlich schon auf die Suche nach dem gegnerischen mit seinen Torpedos. Aber sieht wohl so aus, als ob er ihn gefunden hätte, nämlich da die Essex. Und die fliegt er jetzt wohl an. Die könnte jetzt gleich sehr, sehr spannend werden. So, und ihr seht, jetzt sind da die Flugzeuge unterwegs von ihm. Aber scheinbar fliegt er den gar nicht an. Nein, er geht hier auf die Rhone oder so. Jo, so sieht's aus. Und er jetzt wiederum hier auf die Iowa. Steht ja auch in der Basis. Das ist natürlich taktisch sehr spannend, denn da ist der Gegner gefordert, da jetzt wieder sich umzuorientieren. Setzt er ihn damit logischerweise wirklich unter Druck. Und jetzt wieder hier geht's rund mit den Granaten. Macht er jetzt schön. Er zoomt immer raus, um ein bisschen den Überblick zu halten. Wenn ihr euch fragt, wie macht er denn das? Der hält einfach die rechte Maustaste gedrückt, weil dann bleiben die Rohre da, wo sie sind. So, Iowa dreht jetzt auch schon bald. Der denkt sich natürlich auch, hoppala, was ist denn da für ein Regen? Ganz schön dicke Hagelkörner hier. Aber nein, das sind alles Granaten, mein Freund. Natürlich kann er hier nichts anderes als AP schießen. Es gibt nämlich einfach nichts anderes bei den Briten. Und ihr seht, es ist unfassbar, was das Ding für eine Schussfolge hat. Auch wenn der Schaden nicht hoch ist, aber guck mal an, wenn da jede Sekunde oder alle 2000, 1700, 800 und so weiter Damage tickt, das geht ganz schön auf die Hitpoints, du. So, jetzt hat er mal kurz aufgehört, um sich hier ein bisschen Überblick zu verschaffen, aber hat nicht lang gedauert und weiter geht's nämlich. Iowa hat jetzt nur noch 37.000 und er hört nicht auf. Das Ding ballert aus allen Rohren. Aber der Rauch ist gleich zu Ende. 5 Sekunden noch und dann ist er nämlich offen, weil innerhalb der 10 Kilometer ist er dann auch. Aber ich denke mal, die Iowa wird jetzt erstmal, ja, wobei, Baltimore vielleicht nehmen, weil es einfach weniger Hitpoints hat. So, und da ist er entdeckt. Seht ihr jetzt schön, die Baltimore ist auch, wie vorher gesagt, von der Iowa beschossen worden. Und er wird jetzt das folgerichtig das nächste Ziel sein. Weil, na klar, nervt er unfassbar die Iowa. Und da hat er doch schon einen massiveren Treffer bekommen. Aber halb so wild, er kann hier sich noch ordentlich wieder heilen. Und jetzt die Ognevoy da im Hintergrund. So, da ist ganz kurz das Ganze verfolgt und sieht die Torpedos Richtung Yamato laufen. Sehr schön hat er nämlich die Ognevoy hier mit dem Torpedo klar gemacht und die Yamato bekommt auch nochmal 3 Torpedos ab. Also das war mal richtig happig. Und jetzt ist er auch wieder in der Stande zu nebeln und auch das macht er sofort wieder. Und jetzt bekommt die Yamato auf den Sack. Also unfassbar, was er hier rausbratzt an Damage. Ist schon bei 153.000. Da hat die Yamato nochmal einen Torpedo gefressen und da kann es jetzt sein, dass er hier den Kill klar macht. War die Buki aber scheiß drauf. Der Flutungsschaden hat sie dann vernichtet. Und jetzt seht ihr, dass sie mit 420 zu 320 Tickets immer noch sehr, sehr ähnlich liegen. Beide Seiten haben noch 6 Schiffe. Und die Essex kommt jetzt auf ihn hier zugefahren.
Das ist ja mal interessant. Will hier praktisch die Hitpoints wohl anbieten. Ja, nimmt mal mit, würde ich sagen. Und da seht ihr natürlich, hier ist jetzt eine Damage-Pinata. Die will gemolken werden. Aber sowas von. Nochmal vielleicht kurz erwähnt, wenn ihr Replays einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht, wie das Ganze funktioniert, wie ihr Replays einschicken könnt. Falls die Frage aufkommt, einfach da mal kurz reinlesen. So, die S6, die bekommt hier mal richtig auf die Mütze. Er ist schon bei 186.000 Schaden. Und die S6 wird hier einfach weitergemolken. Einfach immer schön raus mit den Hitpoints. Heute ist Ausverkaufstag. Und ihr seht, auch hier kommt der Schaden immer noch rein. Und jetzt kann er sich auch diesmal den Kill sichern. Und hört erst bei 201.000 Hitpoints, hört das ganze Schlachtfest, muss man ja schon sagen, hier auf. Und jetzt liegen sie auch in deutlichen Führung. Der Gegner hat auch nur noch 3 Schiffe. Also da ist alles zugunsten seines Teams und natürlich auch für ihn ohne Frage. Und hier wird auch schon geschrieben, well played, Minotaur. Also, da muss man sagen, der macht es hier schon verdammt fein. Auf die Hindenburg kommt er jetzt auch drauf, um hier Friedrich der Großen zu helfen. Weil Friedrich der Große hat hier unfassbar zu tun. Mit der Benson da im Genick und der Mine, der Hindenburg vor sich. So, die Benson bleibt hier sicher hinter der Insel. Das heißt, er muss weiterhin auf die Hindenburg draufballern. So, und jetzt kommt die Benson rum. Die nimmt er jetzt wohl Volley. Aber er bleibt hier noch safe. Ja, da könnte er ein bisschen aggressiver drauf fahren. Die Benson hier einfach mitnehmen. Aber ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor den gegnerischen Torpedos. Und jetzt ballert er hier die Salven raus. Und da ist er auch schon weg. Jetzt gibt es nur noch die Benson. Und dann war es das schon. Ich sag schon mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war eine sehr beeindruckende Runde mit einem sehr beeindruckenden Schiff und einer wirklich tollen Stellungswahl. Den Rauch hat er immer perfekt ausgenutzt. Bis auf den allerersten, wo er sich ein bisschen die Sicht verbaut hat. Aber ansonsten muss man sagen, kann man es nicht besser machen. Deswegen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.